Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, wie ihr seht, geht es in diesem Video wieder um ein Häkeltuch. Und zwar ist das das Häkeltuch Schneeflöckchen, was ich gerne mit euch häkeln möchte. Und zwar ist das ein asymmetrisches Tuch. Das heißt, wir fangen in der Spitze an und häkeln uns einfach nach oben hinweg. Ich habe mir noch eine Häkelkante ausgesucht. Ich habe das ein bisschen rumgetüftelt und bin bei dieser jetzt hängen geblieben. Die finde ich schön, einfach und schlicht und zieht als Rand jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich, weil die Aufmerksamkeit soll ja auf dem Tuch liegen. Es ist ein super schönes Tuch. Es geht unheimlich einfach. Es ist auch für Anfänger geeignet und es schafft unheimlich schnell. Ich habe jetzt auch eine relativ dicke Wolle genommen. Es ist für mich mehr ein Schal und vom Wärmegrad her muss ich sagen, es ist super warm, trotz der vielen Löcher. Ich habe das jetzt morgens in der Küche gehäkelt und da ist es eigentlich morgens noch relativ frisch und ja, jetzt hat es so die Länge, dass es auf dem Schoß liegen kann und es ist herrlich, herrlich, herrlich schön warm. Ja, und wenn ich es dann runternehme, dann wird es frisch. Also es hält trotz der vielen Löcher doch sehr, sehr warm. Ja, asymmetrische Tücher könnt ihr so groß und so lang häkeln, wie ihr möchtet. Da, das ist jedem selber überlassen. Ja, ich würde sagen, wir schnappeln gar nicht lange rum. Wir starten einfach mal. Und wie gesagt, wir starten in der Spitze. Ich habe hier noch einen Rest weißer Wolle. Die ist ein bisschen fluffelig. Ich hoffe mal, das klappt trotzdem. So, wir starten mit 8 Luftmaschen. So, die zählt nicht mit. So, und jetzt machen wir 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und schließen das alles zu einem Ring. So, das ist unser erstes Kästchen. So, jetzt machen wir Luftmaschen. Und zwar 5 Stück an der Zahl. 3 für das erste Stäbchen und 2 für die Überbrückungsluftmaschen. Also 1, 2, 3, 4. 5. So, jetzt gehen wir in dem Ring in die dritte Luftmasche. Ich gehe lieber da unten rein. So. So, jetzt machen wir 2 Luftmaschen. Jetzt machen wir 3 Umschläge. 2, 3. Und gehen hier unten in das gleiche Loch wieder rein. Und dann machen wir 1, 2, 3 und 4. Seht ihr wohl? Jetzt haben wir schon 2 Kästchen. So, jetzt machen wir wieder 5, 6, 7, 9 Luftmaschen. Nee, stimmt gar nicht. Also wir machen 2 für die Überbrückungsluftmaschen, dann 1, 2, 3 fürs Stäbchen und wieder 1, 2, also 7 Stück. So, und jetzt machen wir ein Stäbchen, aber nicht hier rein, sondern hier in das Loch. So, seht ihr? Dann wieder 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, auf das andere Stäbchen. 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. So, seht ihr wohl? Jetzt machen wir wieder 5 Luftmaschen, also 3 für das erste Stäbchen und 2, ich sag jetzt mal, Überbrückungsluftmaschen. So, jetzt wollen wir ja mit unserem Muster anfangen. So, da wir jetzt aber nicht hier einstecken, sondern hier reinstecken, fehlt uns ja irgendwo eine Masche.
Deswegen machen wir noch eine Luftmasche dazu. So, jetzt machen wir 5 halbe Stäbchen in die mittlere Luftmasche. 1, 2, 3, 4 und 5. Und bei der 5. nehmen wir alle ab. Seht ihr wohl? So, jetzt fehlt uns ja wieder eine Luftmasche. Das heißt, wir machen 3 Luftmaschen und gehen wieder in die 3. Luftmasche mit einem Stäbchen. So, jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen, 3 Umschläge und gehen hier unten rein. 1, 2, 3, 4. So, jetzt machen wir wieder 7 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Drehen die Arbeit und ein Stäbchen nicht in dieses Loch, sondern hier vorne rein. So, und jetzt gehen wir ganz normal zurück. Das heißt, Entschuldigung, wir machen 2 Luftmaschen, ein Stäbchen auf das andere Stäbchen. 2 Luftmaschen. So, und das nächste Stäbchen machen wir hier in das Loch. Wieder 2 Luftmaschen und das nächste Stäbchen könnt ihr einfach in dieses Loch setzen. So, dann wieder 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die 3. Luftmasche. So, dann machen wir wieder 5 Luftmaschen und drehen uns die Arbeit. So sollte das jetzt bei euch aussehen und ihr seht, ihr kriegt hier die schöne Schräge rein. So, jetzt wollen wir unsere Flöckchen, hätte ich jetzt fast gesagt, versetzen. Das heißt, es würde hier reinkommen und da reinkommen. Da hier der Anfang ist, überspringen wir das, machen also ein Stäbchen. Also wir haben ja 3 Luftmaschen, denn die 2 Überbrückungsluftmaschen und dann kommt ein Stäbchen. So, jetzt würde hier die nächste Flocke reinkommen. Das heißt, wir machen 3 Luftmaschen. Weil wir würden normalerweise nur 2 haben und würden ja hier reingehen. Aber wir gehen ja hier rein, also fehlt uns ja ein bisschen was. Also ersetzen wir das durch eine Luftmasche. So, und jetzt kommen hier wieder 5 halbe Stäbchen rein, die wir dann mit dem 5. komplett abmaschen. 2, 3, 4 und 5. So, und jetzt maschen wir das komplett ab. So. Ein bisschen Garn nachholen. Ups. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt fehlt uns ja für diese Stäbchen eine Luftmasche. Das heißt, wir machen wieder 3, 2, 3 und ein Stäbchen auf das andere Stäbchen. So, jetzt machen wir 2 Luftmaschen und ein Stäbchen wieder in die 3. Luftmasche. So, jetzt machen wir 2 Luftmaschen und wieder 3 Umschläge. Also das bleibt eigentlich immer gleich, da ändert sich auch nichts dran, ne? 3, 4. So, jetzt kommen wieder 7 Luftmaschen. Dann drehen wir die Arbeit. Und ein Stäbchen in das erste Loch. So, und diese Reihe, die häkeln wir ganz easy peasy rüber, immer mit
zwei Luftmaschen, ein Stäbchen, auf dem nächsten Stäbchen zwei Luftmaschen, ein Stäbchen auf das nächste Stäbchen. Das ist so ungefähr wie beim Filethäkeln. So, jetzt haben wir unser Flöckchen hier. Da gehen wir hier vorne rein. Mit einem Stäbchen machen wieder zwei Luftmaschen. Das nächste Stäbchen können wir einfach in das große Loch setzen. Dann wieder zwei Luftmaschen. Ein Stäbchen, zwei Luftmaschen. Und wieder ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. So, dann machen wir wieder fünf Luftmaschen. So, und dann drehen wir uns die Arbeit. Oh, ich hau immer gegen die Kamera. Sorry. So, jetzt wollen wir das Flöckchen wieder versetzen. Das heißt, hier würde unser Flöckchen jetzt reinkommen. Das heißt, wir würden normalerweise hier einstecken. Aber wir gehen ja hier rein. Das heißt, wir müssen eine zusätzliche Luftmasche machen, damit wir die Differenz ausgleichen. So, und jetzt in die Mitte wieder fünf halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Und beim fünften maschen wir es ab. So, jetzt fehlt uns wieder eine Masche. Das heißt, wir machen drei Luftmaschen. Und gehen hier rein. Also wir machen nicht da das Stäbchen drauf, sondern gehen da rein. Und wieder fünf halbe Stäbchen. Und beim fünften schließen wir. Jetzt machen wir wieder drei Luftmaschen. Und jetzt gehen wir wieder nicht darauf, sondern hier rauf und machen wieder fünf halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei, vier und fünf und maschen es ab. So, jetzt machen wir wieder drei Luftmaschen, weil uns fehlt ja eine. Ein Stäbchen auf die dritte Luftmasche. Jetzt kommen wieder zwei Luftmaschen. Drei Umschläge und hier unten wieder einstechen und nach abmaschen. So, dann kommen wieder sieben Luftmaschen. Und dann drehen wir uns die Arbeit. Seht ihr? So sieht das bis jetzt aus. So. Die Rückreihe ist ganz normal. Wir machen hier vorne ein Stäbchen und immer zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Bei dem Flöckchen gehen wir hier vorne rein. Zwei Luftmaschen und das nächste Stäbchen einfach in das Loch setzen. Zwei Luftmaschen, bei dem Flöckchen vorne rein, zwei Luftmaschen und wieder ins Loch. Zwei Luftmaschen, bei dem Flöckchen wieder vorne rein, zwei Luftmaschen und einfach in das Loch. Zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche. Wenden tun wir wieder mit fünf Luftmaschen.
So, seht ihr wohl? Und das Muster wiederholt sich jetzt eigentlich. Wir würden jetzt das Flöckchen versetzen, das heißt hier, aber da der Anfang ist, lassen wir das aus, machen ein Stäbchen. Jetzt müssten wir normalerweise da rein, aber wir machen ja das nächste Flöckchen, also machen wir 3 Luftmaschen und machen das nächste Flöckchen. Also wieder 5 halbe Stäbchen. Und beim 5. alle Maschen mitnehmen. So, jetzt machen wir wieder 3 Luftmaschen. Überspringen ein Loch und gehen in das nächste. Und wieder 5 halbe Stäbchen. Wieder 3 Luftmaschen, 1 überspringen und wieder 5 halbe Stäbchen. So, das nächste Flöckchen würde da reinkommen, das lassen wir aber aus. Wir machen 3 Luftmaschen, weil eine fehlt uns ja, und gehen hier rein, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen in die dritte Luftmasche, dann machen wir 2 Luftmaschen, wieder 3 Umschläge, hier unten rein, nach und nach abnehmen. Und wieder 7 Luftmaschen. So, ja, das war's eigentlich schon. Und so geht es immer weiter. Wichtig ist beim Rand, dass ihr hier einsteckt und nicht da, weil dann kommt ihr hier rüber und dann habt ihr keine Schräge mehr. Aber sonst ist es alles gleich. Diese, ich sage immer die schöne Seite, da geht ihr ganz normal rüber. Ihr steckt immer hier vorne ins Flöckchen und das nächste hier rein, dann wieder da ins Loch und hier rein, hier ins Flöckchen und da rein. Und das Ende ist dann ganz normal. Ihr müsst bloß darauf achten, dass wenn ihr das eine Stäbchen quasi überspringt, um das Flöckchen zu häkeln, dass ihr dann eine Luftmasche mehr nehmt. Das ist es eigentlich. Also kein Hexenwerk. Es geht wirklich super easy und schaut mal in der kurzen Zeit so viel an Volumen dazu gewonnen, sage ich jetzt mal so. So, ich möchte euch jetzt noch einmal kurz zeigen, wie ihr den Rand machen könnt. Der ist auch wirklich ganz, ganz einfach. So, ich nehme mir mal eben. So, also ihr fangt bitte in der Spitze an, ja? Also ich habe jetzt hier meine Masche aufgenommen, verbinde das jetzt einmal mit einer Kettmasche. So, dann mache ich. Moment. 1, 2, 3 Luftmaschen. Dann mache ich ein Stäbchen in das Loch hinein. So, dann mache ich 3 Luftmaschen und mache eine feste Masche in die erste Luftmasche. So, und dann kommen wieder 2 Stäbchen. Das jetzt richtig gemacht. Moment, ich mache das noch mal auf.
Also, wir starten mit 3 Luftmaschen, ein Stäbchen. Doch, stimmt doch. 3 Luftmaschen, dann eine feste Masche in die erste Luftmasche und wieder 2 Stäbchen. Seht ihr? Dann habt ihr das erste Muster. So, jetzt geht, also wir gehen jetzt in die Schräge hoch. In das nächste machen wir einfach eine feste Masche. So, und in das nächste Loch machen wir wieder 2 Stäbchen. Dann wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3, machen eine feste Masche in die erste Luftmasche und wieder 2 Stäbchen. So, dann machen wir wieder eine feste Masche in das nächste Loch und dann wieder 2 Stäbchen. 3 Luftmaschen, eine feste Masche in die erste Luftmasche und dann wieder 2 Stäbchen. Und in das nächste Loch wieder eine feste Masche. Ja, und so macht ihr das weiter, seht ihr? Dann habt ihr einen schönen Abschluss. Ja, ihr Lieben, das soll's von mir gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, das Tuch nachzuarbeiten. Wer es nacharbeiten möchte, dem wünsche ich ganz, ganz viel Spaß und gutes Gelingen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, kann das gerne kostenlos tun. Ja, aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich werde mal sehen, ob ich noch mehr Muster für euch mir raussuche. Der Winter kommt jedes Jahr wieder und Sommerzeit ist ja bekanntlich Winterzeit für uns Handarbeiter. Das heißt, wir nutzen den Sommer, um für den Winter zu handarbeiten. Und da kommt so ein Tuch ganz gut. Wie gesagt, wer es sich so als Dekotuch machen will, der sollte ja sehr dünnes Garn nehmen, vielleicht so eine dünne Strumpfwolle oder dieses Filet-Häkelgarn, das eignet sich dann auch immer ganz besonders schön. Gerade dann sieht es sehr fein und sehr edel aus, wenn man gerade so mit Häkelgarn dann häkelt. Ja, ihr Lieben, wie gesagt, das war's von mir. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Habt einen schönen Tag und ganz, 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 ganz wichtig, bleibt mir alle schön gesund. Die Zahlen steigen ja erschreckenderweise wieder ins, ja, ich sag jetzt mal fast Unerträgliche. Und ja, dann haltet die Ohren steif und bleibt gesund. Bis ganz bald, eure Silke. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.